Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Ja, die beiden Dreschkasten stehen hier so schön am Feldrand, weil die Haferernte ist durch. Auf allen drei Feldern liegt Stroh und das Hafer, das verweilt im Hofsilo. Der Hafer, genau. Hier sind dicke, fette Strohberge. Der Plan war heute aber wie folgt. Wir gehen in den Gartenlandschaftsbau und machen hinten die Wiese schön. Des Weiteren, modmäßig war ich nochmal bei den Flügen ein bisschen gucken. Und, ach komm, ich zeige euch einfach, worum es geht. Wir haben diesen John Deere Flug. Wo ist er? Da ist er. Der hat eine Arbeitsbreite von 16,70 Meter. Ich hab da aber ein bisschen Bock auf das Ding. Der ist jetzt nicht wirklich viel breiter, aber ist irgendwie ein bisschen cooler. Der braucht 500 PS. Der wäre nochmal breiter. Der wäre sogar unfassbar günstig. Also wenn wir wirklich große Feldflächen haben zum Pflügen, wäre der top. 24 Meter, 25.000. Der eine oder andere kennt das Ding wahrscheinlich aus dem 17er. Da gab es den, glaube ich, schon bei diesem Big Paket. Da war der mit dabei. Und ich finde den ganz cool. Also als Flug ist der mega. Im 19er hatte ich das Ding auch gehabt. Und ich glaube, mit dem Apparat haben wir, ach Gott, auf der Elm Creek Map im Let's Play auch schon mal geflücht, möchte ich sagen. Das ist eine Mod. Den nehmt ihr, glaube ich, sonst nur als Grubber. Jetzt haben wir den noch als Flug. Ist mega geil. Kostet aber richtig Asche. Na, da würde ich wahrscheinlich bei Gelegenheit nochmal rangehen. Wir können ja mal gucken, was kriegen wir für den Flug, den wir haben. Da kriegen wir 41.000 für, wäre die perfekte Anzahlung für 9. Na? So. Weil einen Flug brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir heute die Wiese da anlegen, müssen wir aber mal vorher noch was anderes schauen. Und zwar gehen wir bauen, Landschaftsbau. Malen. Das Innenfeld, wo wir mit dem Dröscher an den Bäumen lang sind, da fand ich, hat der Helfer doch sehr zögerlich gearbeitet. Würde ich gerne unterbinden, indem wir da von dem Feld noch mal, oh, guck mal, wie viel Strohschwade liegen. Hier, wenn wir hier noch mal so einen ganz kleinen Streifen von abzwacken, dass er da nicht wieder in die Bredouille kommt. Wobei, eigentlich würde ich ungerne Feldfläche vernichten. Also ich hatte überlegt, ob wir hier so einen ganz kleinen Grünstreifen noch mit drin zaubern. Guck mal, so was hier. Dass wir den Helfer da von den Bäumen wegbekommen. Aber eigentlich, ne, guck mal. Er hat ja gearbeitet. Dann lassen wir das mal lieber. Dann gehen wir rüber auf die große Wiese. Also, weil die große Wiese werden soll. Und dann machen wir da mal ein bisschen was. Übrigens, ja, die Bäume sind ausgewachsen. Wir könnten die weghacken, aber würde ich jetzt gerade vielleicht noch nicht machen. So, dann geht das hier los. Wir müssen uns hier erstmal die Kante holen. Oder wir legen uns eine neue an. Also, wir gehen... Ja, warte mal, wie machen wir das überhaupt? Wir gehen bis hier hoch. Ach du Schande, die Wiese wird ja riesig. Und dann würde ich hier ein bisschen was wegknapsen und dann würde ich hier lang gehen. Den gucken wir uns nochmal auf der Mappe an. Wir sollten vielleicht auch dahin gehen, dass wir nicht wieder von da hinten starten. Ja. Und zwar wollte ich, wie schon in dem anderen Video gesagt, das ist die Wiese, die wir vorher hatten. Da kam schon richtig Gras runter. Ja, nicht mal so wenig. Und das ist das Feld, was wir gekauft haben. Das würde ich hier auf eine Ebene angleichen. Und hier runter. Die Wiesen sind mit dazu gekauft. Na, das Land gehört alles uns hier. Und da würde ich das hier anpassend mit den Wiesen glatt ziehen und dann hier rüber. Na, dann hätten wir hier hinten nochmal einen Streifen, wo wir was bauen können. Von mir aus Wald auf Forsten, Häuser stellen, irgendwie sowas. Paar Olivenbäume, keine Ahnung, ein paar Weinreben, irgendwas Cooles. Aber erstmal die große Wiese. Wir müssten hier pflügen, hier in der Mitte ein bisschen pflügen und den Rest müssen wir mit Gartenlandschaftsbau entfernen. So, genau, wir kommen zu dir, kleines Schaf. Von hier aus ist es nämlich nicht so weit. Heißt, wir richten die Kamera aus. Wir gehen auf 0 Grad. Oder 360, Ed von Beden, ist nämlich der gleiche. Ist mit einem Controller-Joystick gar nicht so einfach, wenn der hochgradig sensibel ist. Ist manchmal echt nervig. Ist oftmals auch eine Glückspunktlandung. Weil so richtig Bock hat er gerade nicht. Na sag mal. So.
Landschaftsbau. Wir werden malen. Wir malen uns erstmal eine Grasfläche. Ja, blöd ist nur der Weg, der geht weg. Den werden wir vernichten. Oder wir lassen den außenrum, vielleicht. Vielleicht ist er ja nicht so unpraktisch. Na, mal gucken. Auf jeden Fall holen wir uns hier erstmal die Kante ab. Bis wohin der Spaß geht. Ja, sieht sehr gut aus. So, und dann erstmal mit WASD ab ins Feld. Mal gucken. Problem ist, da sobald irgendwie ein Huckel kommt oder irgendwas, oder das nicht 100% eben ist, du Unebenheiten hast, kleine Hügel oder irgendwas, dann wandert diese kleine Viereck leider hin und her und somit hast du ja schnell mal eine Pixelreihe mehr bemalt, die du eigentlich gar nicht haben willst. Und tja, wenn sie immer bemalt ist, musst du mit dem Flug halt wieder ein Feld drauf hinschieben. Ist manchmal nicht so cool. So, dann hauen wir das hier aber erstmal weg. Das wäre dann schon mal die erste Miete. Und hier pflanzen einfach erstmal Gras an, hätte ich gesagt. So, dann hätten wir das schon mal alles auf eine Ebene. Wie gesagt, wir müssen ja noch den Flug holen, aber das ist ja kein Problem. Ihr könnt mir auch vorstellen, der eine oder andere von euch hat hier gar keinen Bock drauf. Aber Gartenlandschaftsbau gehört halt dazu. Und ich finde es halt mega, wie schön man das machen kann. Es gibt ja Gott sei Dank auch viele Maps, wo man mittlerweile schon ein Feld und grober Textur erstellen kann. Das war zum Beispiel auf der Western Wilds Map war das so. Und auf dem amerikanischen Farmland ist es genauso. Finde ich mega. So, ja. Wollen wir hier so einen breiten Streifen runter? Ich meine, die Wiese ist mehr als groß genug. Wir können aber auch so machen. So, okay, jetzt haben wir uns hier den Punkt geschaffen. Wir gehen noch. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinspringt hier. Vielleicht passt es auch einfach direkt und das bleibt so, weil das weiße Viereck ist nicht genau zentriert. Könnte Probleme geben. Wichtig für uns ist gerade die linke Kante, ne, dass die gleich bleibt. Mein innerer Monk, ha, wo ihr in den Kommentaren sehr schon erwähnt habt, Mensch, schafft doch mal den Konflikt mit dem inneren Monk ab. Aber gerade der sorgt dafür, dass das alles so wunderbar glatt läuft, weil ach, selbst Stroh auf dem Feld wird manchmal nicht geduldet. Das muss alles weg, ne? Fein säuberlich arbeiten hat manchmal auch Vorteile, selbst im LS. So, ich quatsche euch hier schon wieder voll. Zwischendurch halte ich an und versuche das immer ein bisschen zu korrigieren, dass das Viereck immer schön in der Mitte bleibt und dass wir uns hier nicht irgendwas kaputt malen. So, hätten wir das. Machen wir das eine Nummer größer. Und das macht sich mit Controller, mit Blick von oben und WASD einfach viel, viel feiner. Mit dem Controller selber. Mit dem. Hallo? Ey. Mit dem Analogstick kann man das feiner dosieren und mit WASD kannst du halt schön gerade die Bahnen ziehen. So, guck mal, das zum Beispiel mache ich jetzt mit dem Analogstick, weil man da viel, viel besser die Konturen abfahren kann. Wenn ich das hier sehe, kriege ich wieder schlechte Laune. Wir können den Acker hier nicht entfernen. Weil uns ja wohl anscheinend angeblich das Land nicht gehört, oder was? Na, warte mal, wir machen das mal rund und dann schauen wir mal, wie wir hier rankommen. Ja, du kriegst die Tür nicht zu. Okay, da hilft dann wahrscheinlich nur Land kaufen und anmalen. Dann können wir wieder verkaufen. Müssen wir mal gucken. Weil die Scheune da oben, die wird da auf jeden Fall gegen Land zu gegen Geld zu erwerben sein. So, das mache ich jetzt mit der Maus. Ja. Controller, Tastatur und Maus. Also für den Landschaftsbau sind die drei Sachen in Abwechslung, Kombination miteinander einfach unfassbar. Du kannst ja so geile Sachen machen. Also mit der Maus ist so das Nonplusultra. An der Konsole ist es immer so doll hakelig und fummelig. Also da musst du Bock drauf haben und auch genau wissen, was du machst. Aber hier am PC ist ja. Ha! Das ist ja Kindergarten. So. Das wird natürlich erstmal alles Wiese. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte wirklich bald
Bocco Weinreben. Also ich habe es nicht 100% umsonst erwähnt, sondern ne, Weinreben wären schon irgendwie ein bisschen cool. So, wir machen das mal in einer etwas dichteren. Oh, warte mal. Hä, haut das hin oder haut das nicht hin? Ha, bin mir da noch nicht so sicher. Wenn nicht, flügen wir da nachher nochmal lang und dann passt das. Weil, guck mal, hier ist das Viereck wieder nicht genau in der Mitte. So. Aber die Kanten, die kriegen wir nachher noch ran, das ist ja kein Problem. Aber ich hab's halt sehr, sehr gerne sehr gerade. Ist alleine schon für den Helfer einfach nur viel, viel einfacher und angenehmer. Wenn der Helfer sich in so ein Gebiet bewegt, wo man genau weiß, ey yo, da kann ja auch nichts passieren. Na? Perfekt. Wir können alles wegmachen, sehr schön. Ja, ist wertvolle Ackerfläche, aber es ist eine Wiese, da wird unfassbar viel Gras bei rumkommen. Und wenn wir alles in Silage wickeln oder in Silage fermentieren lassen oder wir daraus Heu machen oder dies, das und das wird schon auf jeden Fall rein vom finanziellen Aspekt sehr, sehr gut werden für uns. Denke ich, hoffe ich. Na? Oh Gott, das ist echt viel Land. Also dieses Feld ist riesig. So, wenn wir jetzt mal gucken, dann hat sich das hier hoffentlich schon angeglichen. Ja, das ist schon abgeknapst worden hier, genau. Und das pflügen wir jetzt hier alles schön viereckig. Und dann haben wir hier. Oh, das ist riesig. Das ist größer wie die Beetfelder zusammen, möchte ich sagen. Wahnsinn. Das ist ein Ries. Ach du Schande. Das ist dabei größer, als ich wollte, aber. Oh, warte mal. Das passt ja wirklich hier drin. Das, wenn wir das hier in der Mitte teilen würden und das Wiese machen, wäre immer noch viel. Okay, nee, wir machen alles Wiese. So. Ja, dann brauchen wir jetzt den Pflug. Können wir mit ihm hier machen? Genau. So, komm, Junge. Streck dich. Fahr los. So, wir nehmen nochmal den John Deere-Flug. Dafür ist der voll okay. Das klappt schon. Passt schon. So, nur für richtig große Ackerflächen. Da wäre natürlich ein größerer Flug stark von Vorteil, weil er einfach in derselben Zeit viel mehr Fläche macht. So, der Einzige, der sehr, sehr viel zu tun haben wird, sobald es hier läuft, ist der Schwadmeer. Wenn hier immer Wiese angelegt ist, dann hat der hier richtig Stress. So, hier ist die Zufahrt. Und warte mal, müssen wir das vorher immer platt malen oder wollen wir das einfach unterflügen? Bin mir da gerade nicht so sicher. Ja, den Weg sollten wir nochmal übermalen, glaube ich. Dass er da keine. Ich mag es halt von der Textur halt nicht, wenn da trotzdem immer noch der Weg drunter bleibt. Der eine oder andere weiß, was ich meine. Wenn du da jetzt einfach drüber pflügst und da Ackerland erstellst, dann bleibt irgendwie in der Darstellung dieser Weg darunter immer da. Der verschwindet denn, sobald du mit der Sichtweite weiter rankommst, aber er ist halt trotzdem da und ist halt einfach nicht schön. Also muss er erstmal weg. So. Und da wir hier sowieso drüber pflügen und Gras ansehen, ist es auch nicht schlimm, wenn er geht. So, hier stand übrigens ein Haus. Das wird alles Wiese, verdammte Hacke. So. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns auch hier erstmal die Kante. Ja, das geht schon. Nö, fangen wir da hinten auch gleich an. Dann fahren wir da rüber und dann pflastern wir das hier alle zusammen zu einer großen Fläche. Habe ich jetzt schon Angst, das mähen zu lassen und nachher abzufahren, weil es echt, echt viel. Da wäre wiederum geil mit einer Ballenwickelmaschine, was wir haben. Also wir haben eine Ballenpresse, die sehr, sehr schnell wickeln kann, wenn wir da Silageballen wickeln, und die dann einfach mit einem Autoload-Anhänger abfahren, sind wir da glaube ich sehr, sehr gut dabei. Jetzt bin ich am Überlegen. Für den vollkommen perfekten Ertrag müssten wir das hier eigentlich erstmal mulchen, oder? Ja, manchmal ist mit so Ackerfläche erstellen. Oh Gott.
Der war aber leicht an der Hinterachse. Manchmal ist mit Ackerfläche erstellen ja nicht so einfach. Okay. So, warte mal, wir richten uns mal aus hier. Wir gehen auf... Wir flügen mal ein bisschen drüber und machen das nachher wieder weg. Klingt das nach einem guten Plan? Ich denke mal schon. So, die Kante hier hinten, die ist ja perfekt. Dann nehmen wir hier jetzt auf Feld erstellen und klöppeln einfach mal den Helfer rein, weil der fährt 100% geradeaus. Und dann können wir so nämlich eine wunderbar, perfekt, schnurstracks gerade Linie erstellen. Und wenn wir hier nicht allzu dicht an den Häusern rankommen, können wir das sogar so lassen. Theoretisch. Na, dann haben wir alle Probleme mit E-Mail gelöst. Sollte vielleicht auch kein Problem sein. So, jetzt hört er hier natürlich auf, das ist klar. Wir senken ab und fahren einfach weiter. So, und Helfermarsch. Also, so wie es aussieht, können wir die Kante lassen. Ja, das ist ja nicht so verkehrt hier. So, Helfer raus, Helfer rein. Dann mähen wir zwar relativ dicht hier vorne bei den Häusern vorbei, aber das ist mir eigentlich... Ey, was hat er denn da gerade gemacht? Da hat er gerade kein Feld erstellt, habt ihr gesehen? Jetzt, okay. So, hier war der Weg, der wird jetzt geebnet. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, hier fahren wir jetzt selber weiter, geradeaus. Ich weiß noch nicht, wie weit. Na doch, eigentlich relativ dicht hier am Zaun. So, machen wir einen Flug mal hoch. Wir machen erstmal hier hinten die Ecke. Nachher die anderen Streifen, das Gewicht, gar kein Problem. So, die Büsche werden auch dem Erdboden gleich gemacht. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt fast am Überlegen, ob wir die Wiese immer komplett pflügen. Ob das überhaupt Sinn macht. Oder ob wir das ja nicht machen brauchen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nicht zu Dichte kommen. So, ich senke mal ab. Noch einen kleinen Ticken rüber. Weil die Kante, die wir hier haben, die würde ich gerne erhalten wollen. Ich mache mal Feld erstellen an. So, der Busch ist weg, der ist weg, der ist weg. Zack, zack. Und Helfermarsch. Müsste eigentlich auf Linie bleiben. Hoffe ich jedenfalls. Sieht sehr, sehr gut aus. So, absenken. Dann werden wir hier die Ecke mal vollenden. Nicht so schnell. Zack. Okay. So, dann hätten wir schon mal an sich den Rahmen rumgezogen. Wir müssen da ganz hinten in der Ecke noch immer ran. Aber jetzt werden wir das hier erstmal pflügen. Ach komm, wir hauen das einfach zusammen. Ist ja wurscht. Wir ziehen hier einfach rüber. Dann machen wir alles, was eine neue Wiese ist. Das pflügen wir immer, weil die alte Wiese, die ist ja eigentlich top. Ne? Vom Bodenwert her, da haben wir eigentlich immer ordentlich gearbeitet. Und alles, was jetzt neu ist, das werden wir immer überpflügen, dann ist sie fertig. So, dann gibt es hier keine Probleme. Bis da rein. Und hier auch einfach drüber. Das ist alles neu erstelltes Land hier. Ey Leute, das wird eine Riesenwiese. Ich sag euch. Das ist doch voll geil. Hier werden wir auch ein paar viele Grasballen machen. Höchstwahrscheinlich. Oder wir fahren alles lose weg. Mal gucken. Auf jeden Fall wird der Schwattmeer hier sehr viel Spaß haben. Theoretisch bräuchte ich das hier nicht pflügen, weil das ist... Ackerfläche. Aber ich will hier immer einen Grund drin kriegen.
Deswegen fahren wir jetzt trotzdem rüber. So, und dann können wir gleich mal gucken, ob da vorne auf der Ecke an der Straße der Abstand zwischen den beiden Feldern stimmt. Ah, der Traktor ist recht leicht. An der Hinterachse ist noch ein Grund mehr, warum ich den Flug eigentlich gerne abgeben würde. Weil, ja, der hat so seine Eigenheiten. Der ist mega, da kannst du eigentlich nicht meckern. Also der macht genau das, was er soll. Ist halt ein Flug und ist halt cool. Aber, ja, der ist doch sehr, sehr schwer. Wenn du einen leichtfüßigen Traktor hast, dann wird er ein bisschen, ne, instabil, die ganze Geschichte. So. Dann machen wir das mal schön glatt hier. Ich hab da richtig Bock drauf gerade. Vor allem der erste Grasschnitt, der wird heftig. Wird doch eine ganze Weile dauern. Also der Sportmäher, der wird wirklich eine ganze Weile fahren, denke ich mal. Okay. Dann. Siehst du den Auto, meine ich. Ich hab eigentlich nach links gelenkt und wenn er rüberhaut, wenn so ein Überpendler gibt, dann schmeißt er dich einfach mal in die andere Richtung. Ist nicht unbedingt cool. Ja, schon wieder. Wenn man zu schnell fährt, wird das nichts. Bei dem Traktor fehlt jetzt halt einfach Gewicht auf der Hinterachse. So, Flug runter und Feuer frei. Ist übertrieben hier. Ich weiß, wir müssten das hier nicht flügen, aber ich will hier halt einen Grund drin kriegen. Deswegen fahren wir hier trotzdem lang. So, theoretisch können wir sogar den Helfer fahren lassen. Zack. Weil links und rechts ist Ackerfläche, erkennt er. Und sobald der Flug im Acker läuft, kannst du mit eingeschalteter Felderstellung mit dem Helfer Felder flügen. Also der Helfer baut uns hier gerade die beiden Wiesen oder besser gesagt die beiden Ackerflächen zusammen. Schon praktisch. So, gleich kommt die Stunde der Wahrheit. Vielleicht sind der Beetefelder genau auf einer Ecke. Das wäre natürlich mega. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ist genau jede Kante. Perfekt. Supi. So, dann müssen wir hier außen noch Gras drumrum malen. Okay. Das ist wirklich ein Grund, warum ich einen anderen Flug haben will. Weil das nervt schon echt hart. So, dann ist er ja nicht mehr so viel. Wie gesagt, da hinten können wir von mir aus. Ich hätte ja echt ein bisschen Bock auf ein paar Weinreben, aber. Das ist doch sehr wartungsintensiv. Und die Erntetechnik dafür. Eigentlich lohnt sich das nicht wirklich. Wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Also jetzt hier nochmal ein paar Weinreben hinstellen. Eigentlich brauchst du den ganzen Acker voll damit. Da würden das theoretisch normale Bäumchen auch tun. Weil Olivenbäume, sag ich ganz ehrlich, sehe ich hier nicht so. Hatten wir auf der Fox Farm, hatten wir auf der Western Wilds Map gehabt. Oliven, nee, die möchte ich jetzt hier nicht unbedingt haben. Wir flügen das hier noch zu Ende. Wir gehen hoch auf die Ecke, machen da die Ecke nochmal schön. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Gras malen und dann passt mir das eigentlich schon. Dann ist die Frage, hauen wir jetzt hier nochmal Dünger drüber? Oder lassen wir direkt die Sämaschine fahren? Ich denke mal, der erste Grasschnitt hier, der wird sowieso ein bisschen Kuddelmuddel durcheinander sein. Also jetzt vom Ertragbonus her. Müssen wir mal genauer schauen nachher. So, hier brauchen wir noch die eine Ecke. Ich weiß, der innere Monk sagt, das muss sein.
Eigentlich muss es nicht wirklich sein. Aber hey, so. Flug runter und an das Ding. Und ihr könnt mir vorstellen, wir stehen genau ein Pixel zu weit rechts. Nein, es geht. Sehr schön. Gut, hätten wir das. Ja, da sind alle Feldkanten schon mal angelegt. Hat ja ein schönes Ausmaße. Gefällt mir. Ja, von mir aus machen wir einfach nur ein paar Eichen oder was, irgendeine Baumreihe lang oder Janisch, müssen wir mal gucken. So, dann bauen wir das hier noch zusammen. Und Leute, wir haben sehr viel Geld. Jetzt ist die Frage, was stellen wir damit an? Wollen wir einen Kredit tilgen? Oder wollen wir damit neue Fahrzeuge kaufen? Weil ich habe einfach mal noch voll Bock auf neue Fahrzeuge. Auch wenn sie uns hier langsam die Performance zerstören, aber wir sind noch lange nicht am Ende der Fahrstange angekommen, mit dem, was ich hier haben möchte. Deswegen wäre ich fast bereit, dass wir in neue Gerätschaften investieren. Wir müssen noch Stroh abfahren. Alle drei Haferfelder sind doch total voll mit Strohschwade. Da würde ich dann wahrscheinlich auch den Ladewagen in Betracht ziehen, weil das einfach schneller geht. Wir fahren die Schwade ab und sind einfach, denke mal, mit einmal drüber fahren komplett durch. Dann können wir da erstmal ordentlich einlagern. Es sei denn, wir machen uns gleich ein paar Strohballen für die Pferde fertig. Andersrum können wir bei den Pferden noch lose einstreuen. Die Anhänger dafür haben wir ja. Generell, apropos, wir haben eigentlich alle Zutaten für Pferde da. Ich glaube, wir müssten sogar Heu haben, oder? Also könnte gut möglich sein, dass wir sogar Heu in der Heutrocknung haben. Müssen wir mal gucken. Aber die kommen auch erstmal mit Hafer aus, denke ich mal. Oder wir kaufen einfach 2, 3 Heuballen. So. Und den letzten Streifen. Siehst du wohl. Dann haben wir. Das hat echt eine halbe Stunde gedauert, ne? Hier so ein bisschen Wiese angelegt. Wobei ist erstmal nur Ackerfläche. Ist ja keine richtige Wiese. Noch nicht. So. Da schauen wir uns doch mal genauer auf der Mappe an, was wir hier verpraktiziert haben. Das ist ein Riesenstück Land hier. Guck dich das an, ne? Schön viereckig. 2, 3, 4, 5, 6. Versechsfacht die Fläche theoretisch. Das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Ja, das heißt beim nächsten Mal wahrscheinlich. Warte mal, wie ist denn hier der Düngegrad? Okay, überall wo wir geflüchtet haben, könnten wir mit dem Düngerstreuer noch immer drüber. Oder wo halt hier abgedroschen wurde. Das Einzige, was schon gedüngt ist, sind hier diese Grasflächen, was vorher schon Wiese war. Der Rest nicht. Okay, ist aber nicht schlimm, dann hauen wir hier mit dem Düngerstreuer drüber. Wobei, ist noch nicht zu spät. Nur da, wo wir geflüchtet haben. Überall, wo hier noch so ist, kriegen wir noch eine Düngestufe drauf. Oder nicht? Warte mal, wenn wir jetzt mit Direktsaat drüber gehen. Wir könnten düngen und mulchen und dann aussehen. So machen wir das. Da, wo noch nicht geflüchtet wurde. Genau, das klingt nach einem Plan, Freunde. Genau so machen wir das. Okay, dann haben wir heute auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich die Wiese größer geflücht, Land zusammen geflücht und alles erstmal den groben Schliffer passt. Cool, gefällt mir. Wie gesagt, der Flug, der wird wahrscheinlich... Naja, wobei, warte mal, an sich arbeitet der ja sauber. Vielleicht behalten wir den und kaufen einfach nochmal einen anderen dazu. Können wir ja auch machen, weil der kostet ja kein Geld mehr hier. Der hat ja, ne, der ist ja schon da. Auf jeden Fall parken wir den erstmal hier hin. So.
Und den machen wir aber aus. Freunde, das war's für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Da werden wir wahrscheinlich die Wiese erstmal ordentlich anlegen. Da wird der Düngerstreuer fahren. Dann wird da der Mulcher drüber ziehen. Und anschließend die Sämaschine mit der Aussaat für die Grasfläche. Genau, wir haben hier Stroh abzufahren. Ich denke mal, wir haben viel Programm. Pferdekurven, gucken, was wir mit der Kohle anstellen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinni hauen.